Ja, hallo, wir sind hier jetzt beim nächsten Speaker von der Samsung Mobile Summit und der Yang Jung. Habe ich richtig ausgesprochen? Ja, ja, super, alles klar. Der hat auch einen mega geilen Vortrag gehalten. Was hast du erzählt? Mach mal kurze Zusammenfassung. Ja, im Prinzip ging es in meinem Vortrag darum, wie Angreifer verschiedene Angriffsvektoren, Techniken und Taktiken miteinander kombinieren, um mobile Geräte anzugreifen oder mobile Anwender letztendlich anzugreifen, weil die der Irrglaube ist immer, dass man alles mit einer Lösung oder mit einem Knopfdruck irgendwie abregeln kann. Also ich kaufe mir ein sicheres Gerät oder ich kaufe mir eine Antivirenlösung, und das ist leider nicht der Fall, weil der Gerätehersteller immer nur den Geräteangriffsvektor härten kann. Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen vier generellen Angriffsvektoren. Das ist das Gerät, das Netzwerk, Applikation und die Social Engineering Komponente, das Phishing. Und diese vier Angriffsvektoren sollte man in Gänze, also wirklich als Gesamtheit im Auge behalten, um sich wirklich vernünftig schützen zu können. Das war im Prinzip der Inhalt meines Vortrags. Sicherheit ist ein bisschen ganzheitlicher als Thema. Es ist nicht einfach nur ein sicheres Gerät oder ein sicherer Antivirus oder so. Also ein holistischer Ansatz, ja. Und wenn du eins vergisst, dann ist das natürlich direkt die Angriffsstelle, ne? Genau, ja, weil Angreifer wirklich sämtliche Angriffsvektoren ausnutzen, ne, und in Kombination zu ihrem Ziel kommen. Leider sind mobile Geräte auch relativ anfällig, weil sie sich in alle vier Richtungen sehr stark bewegen. Ne? Also das mobile Gerät ist aus der Natur heraus immer in verschiedenen Netzwerken unterwegs. Ne? Wir kommunizieren über LTE, über WLAN, ne? Und jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, verknüpfen wir uns zu verschiedenen anderen WLAN-Netzwerken und wir browsen auf verschiedenen Webseiten, wir klicken auf verschiedene Links, und da kann sich immer wieder mal ein Phishing-Link drunter verbergen. Bei den Apps, die wir runterladen, kann es immer wieder mal zu einer Schwachstelle kommen, die Angreifer bösartig ausnutzen können oder im schlimmsten Fall sogar ein Virus oder eine Malware auf unser System kommt. Was mir ganz gut gefallen hat, du hast so eine Analogie, du hast gesagt, beim Desktop, da macht sich niemand Gedanken, weil da ist nicht jeder Administrator, aber am Smartphone ist jeder Administrator, das heißt, er hat Administratorrechte und im Grunde genommen kann man alles dann machen. Genau, richtig, ja, das kennt man ja vielleicht vom heimischen PC, ne? Wenn man den PC irgendwie zu Hause teilt mit irgendwie Geschwistern oder zwischen Eltern und so weiter, dann haben die Kinder meistens nicht ganz so viele Berechtigungen, ne? Beim Telefon ist das leider nicht so. Beim Telefon hat jeder Anwender immer alle Berechtigungen, Applikationen zu installieren, Einstellungen zu verändern, ne? Das beste Beispiel oder eins meiner persönlicheren Beispiele war, als ich mein allererstes Telefon mir als Student zugelegt hatte. Ich hatte damals studiert, ne, und in der Bibliothek hatte mein Kumpel gesagt, ja, hier, zeig mal dein Telefon her. Da habe ich ihm das rübergereicht, und dann hatte ich direkt seinen haarigen Bauch bei mir als Hintergrundbild. Die Systemsprache wurde verändert auf Arabisch, und kleiner Scherz, ne? Ich konnte das Ganze nur schwierig wieder zurücksetzen, aber das ist im Prinzip ein sehr gutes Beispiel dafür, ne? Der Anwender ist Administrator, der kann alles auf dem Gerät machen, und das ist letztendlich auch die Gefahr, ne? Vielen Dank für deinen grandiosen Vortrag und für die Zeit, auch fürs Interview. Ich wünsche dir gute Zeit und bleib gesund und munter. Dankeschön, gleichfalls. Tschüss.